Ja. Das heißt, ihr beide könnt schon mal einziehen. Wie viele Bauarbeiter habe ich noch übrig? 3. Das heißt, einer von den 3 wird nachher mein Farmer. Geht wohl nur so. Und du? Auch dahin, so. Und dann hier ans Gold noch einsetzen. Kann ich schon meine Pilzsammlerhütte planen? Ja. Hier macht er sich ganz gut. Da kann er die Pilze nämlich hier abgrasen. Gut, 3-Familienhaus ist fertig. Das heißt Bäckerei. Und so als nächstes. Sven, heirate mal. Dann ziehst du nämlich gleich mal da ein. Und Lotjolf auch. So, das heißt, wir haben bald unsere stabile Nahrungsversorgung. Mach noch mal 5 Holzwerkzeuge. Nein, kannst du nicht. Arbeite bitte als Holzfäller wieder, Stroller. Weil wir haben ein Problem, es gibt nicht mehr so viel loses Holz in der Gegend. Ja. Du isst erstmal, dann schläfst du. So, Steine haben wir auf jeden Fall genug für die Gebäude. So, du hast ausgeschlafen. Ja. Ja.
Idee. So, gut, gucken wir mal weiter im Norden. Ja. Ich habe mich jetzt einfach mal von der Wüste Steppe weiter fern, in der Hoffnung, dass die Indianer dort irgendwo leben und nicht gemerkt haben, dass wir da sind. Jedenfalls bis jetzt scheinen sie es noch nicht gemerkt zu haben. Okay. Räuber. Bei Thor's Hammer, wer seid ihr denn? Wo kommt ihr denn her? Verschwindet. Das hier ist unser Land. Wir haben es gefunden. Uns hat es der Donnergott durch den Sturm hierher geführt. Wir haben diese Siedlung gebaut. Wir haben sie gegen die Skrälinge verteidigt. Wir haben sie mit unserem Leben dafür gekämpft. Wir werden das Land auch gegen euch verteidigen. Wenn ihr wollt, dass Friede zwischen unseren Völkern einkehrt, ist halt folgende Tribut. Okay. Ja, ein paar Soldaten, die ein Wohnzelt bewachen. Also ein paar Wikinger, die ein Wohnzelt bewachen. Ja, schön, dass ihr euch mit uns im Krieg befindet. Den wollen wir eigentlich gar nicht. Deswegen gucken wir, dass wir dann demnächst Nahrung produzieren. Nee, hier sind gerade keine Indianer in sich gekommen. Das ist nur, habe ich mich nur auf dem Minimap gerade verguckt. Ja. Trotzdem speichern wir mal wieder. Sicher ist sicher. Weil jetzt bin ich ja in die Räuber gelaufen. Das sind wohl die letzten vier Überlebenden. Aber ich denke, den gegenüber können wir uns schon mal freundlich sinnen. Ja. Weil die sehen nicht so aus, als ob sie eine Armee bilden können und uns angreifen. Also sehe ich schon mal keinen Grund, warum wir sie angreifen sollten. Weil es sind Wikinger. Wahrscheinlich Überlebende der alten Siedlung, die wir hier gefunden haben. Ja, wie gesagt, Holz ist gerade ein bisschen Mangelware. Aber darum sorgt sich mein Holzfäller ja jetzt schon mal.
Das ist übrigens auch so eine Sache, für was ich ein Dreifamilienhaus haben sollte, weil ich zwei Holzfäller brauche. Hier wird viel zu bauen sein, ey. Jo. Du bekommst schon mal einen Sohn. Der wird Müller. Wenn das Haus fertig ist, kriegt auch Ingrid einen Sohn, der Träger wird. Ja. Bjarnis eigener Sohn wird seine Aushilfe in der Bäckerei. Ja. Okay, wenn wir auf die andere Seite des Flusses hier wollen, müssen wir hier durch. So, unser Pilzsammler wird schon mal vorbereitet. Ja, Pilzsammlerhütte ist fertig, aber die ist nur dafür da, dass sie da ist. Das erste. So, das erste Kind ist eingetrudelt. Und wenigstens ist der Bäcker jetzt in Arbeit, weil Nahrung wird doch langsam ein bisschen knapp. Also was unsere Vorräte angeht. Die möchte eine Wohnung einziehen. Ja, wie? Ja, lass das mal schön bleiben. Du heiratest lieber Sven. Ja. Du lässt es auch schön bleiben. Oh, du hast Inge geheiratet. Okay. Und sehr schön. Es kommt Nahrung rein vom Bäcker. Wenn auch gerade langsam, weil er keinen Träger hat, der ihm Arbeit abnimmt. Ja, will? Okay, ich habe Büffel gefunden. Ich habe, so wie es aussieht, auch den oberen Kartenrand entdeckt. Yep.